willkommen zu Teil 4 des Freunde fürs Leben Bar Talks mit Felix Lobrecht. Jetzt die von dir meistgefürchtete Rubrik? Nee, ist nicht gefürchtet. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht kann. Okay. Weil ich nicht gut bin mit Mimik. Weil das ist nämlich Gesichtsgymnastik, ne? Ihr kennt das. Und du machst jetzt, so gut du kannst, einen Gesichtsausdruck zu neugierig. Das ist, da fängt es schon an. Da fängt schon an. Ja. Komm, gleich den nächsten hinterher. Hoffnungsvoll. Ich bin wirklich nicht gut drin. Gefällt mir. Glücklich. Ja, so wie jetzt gerade. Jetzt lächle ich. Schelmisch. Schelmisch. Wütend. Ich habe noch ein paar. Wir suchen uns dann einen aus. Den nächsten kann ich auch schon in die Tonne kloppen, glaube ich. Beseelt. Merkst du selber, ne? Merkst du selber. Merke ich voll. Überfordert. Ja, hier, jetzt kannst du alle reinschneiden hier gerade. Mittendrin. Das nächste auch gestresst? Stolz? Hast du gemerkt, wie in der Rolex war? Ja, Markus hat auch eine übrigens, aber die kostet nur 7. Erzähl weiter. Zufrieden? Nee, Spaß. Den Joke nicht an Ohren machen. Ängstlich? Ja, ich bin da nicht gut drin, sorry. Eine Handvoll habe ich noch. Traurig. Traurig, ja. Ihr könnt es eh nicht verwenden. Das Einzige, was ihr aus dem Video verwenden könnt, ist, wie ich über Markus Uhr rede. Das würde ich als Teaser an den Anfang schneiden. 7,4 kostet die. Ist wahrscheinlich mittlerweile 11 wert. Und thanks. Ja, sorry, aber sag, lies vor. Ich will jetzt den Rest hören einfach. Schockiert? Ja. Verliebt? Ja. Verletzt? Ja. Sehr, sehr böse? Euphorisch. Wir sind fertig. Den sehr, sehr böse Nehmer. Na, stark. Gut, tschüss. Felix Lobrecht, Gesichtsgymnastik, unschlagbar. Das war Teil 4 des Freunde fürs Leben Bar Talks. Danke an euch fürs Zugucken. Danke an dich, Felix. Danke, Markus. Alles Gute. Ebenso. Dankeschön.